Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Ryan's Corner mit einem neuen Video zu Super Mario Maker 2. Und ja, ich schaue nochmal erneut in die Endlos-Herausforderungen rein. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, Leute, ihr kennt mich inzwischen, glaube ich, auch schon recht gut. Ja, inzwischen hat mich der Ehrgeiz gepackt, so würde ich es mal sagen. Ja, ich möchte unbedingt über die 5 Level hinauskommen. Ich habe es jetzt zweimal versucht, bin jeweils dann auch zweimal im 5. Level gescheitert. Beim letzten Mal sah es teilweise eigentlich richtig gut aus, habe es aber dann irgendwie selber ganz blöd nochmal versemmelt. Ich hoffe einfach, dass ich vielleicht jetzt, ein bisschen schlauer an die Sache herangehe, um vielleicht dann eben wirklich mal den Rekord nochmal nach oben zu setzen. Und würde sagen, ja, verlieren wir keine Zeit und gehen sofort rein. Und gucken, was für schöne Level uns denn hier, angeboten werden. Denn wie wir auch schon in den letzten Videos erkennen und sehen durften, sind zu 90% die Level eigentlich Schrott. Wenn ich das nennen darf. Ja, es ist nicht alles Schrott, aber der Großteil davon... Okay, es geht schon wieder gut los hier, ne? Ich habe keine Ahnung, was... Ja, den hätte ich gebraucht, ne? Den hätte ich gebraucht. Nee, pass auf. Oh, da bleibt er hängen. Nein. Jo. Alles klar, ich bin wieder da. Der Puls ist auf 200. Ich habe richtig Bock. Den habe ich aber gerade eben einfach noch übersprungen, ne? Da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, den nehmen wir mit. Schon wieder vergessen. Also das heißt vergessen. Nein. Das Level ist aber geil. Also. So, guck mal, den cheesen wir jetzt schön. Springen einfach an ihm vorbei. Brauchen noch nicht mal den Powerblock anzuwenden. So. Wieso nimmt er den nicht auf? Komm ich da hoch? Oh, ich hätte da rüber gekonnt. Boah, ey, manchmal, ja, Plattform-Panic, ja, das, beschreibt es, glaube ich, ganz gut hier bei mir, aktuell. Ja, das Level ist geil, also, sind wir mal ehrlich, ne, aber pass mal auf jetzt hier. Haha, Kollege, da hast du nicht mit gerechnet, ne. So, ich gehe jetzt mal hier ganz langsam runter, weil ich jetzt auch nicht weiß... wo es hier irgendwie lang geht. Sehr schön. Boah, ey, lass bitte den Checkpoint da. Ah, oh, danke, ey. So, Powerblock nehmen wir mit. Oh, das springe ich in die Spikes, ey. Ah. So. Ballern einfach hier durch. Es gäbe es keinen Morgen. Kannst du vielleicht Pfeile nach unten machen, wie du das gerade eben auch gemacht hast, damit ich weiß, wo ich hin muss? Da hat der Pfeile hingemacht. So, also vorhin auch schon. Ich denke, ja, kann ja jetzt nicht so schwer sein, die vielleicht auch hierhin zu machen, damit ich weiß, wo ich vielleicht hin muss. Hat ja schlecht riechen, ey. Durch die Röhre, jetzt bitte, ey, lass mich... Oh, danke. Ich sehe das Ende schon, jetzt ist halt die Frage. Boah, ey. Das Level war geil. Das war echt gut, aber... Das hat mich jetzt wieder so viel Leben gekostet. Boah, ey. Das tut weh. Das tut echt weh. Aber es war geil. Muss ich an der Stelle häufiger betonen. So, was bekommen wir jetzt hier? Kredenz. Oh, ey. Ich möchte zumindest mal probieren, hier oben
Naja, komme ich nicht durch. So, jetzt warte ich nochmal, bis die Flammen gleich verschwinden und dann renne ich durch. Boah, das war... Das war, richtig gut getimed. Oh, nicht. Nein. So. Der kommt direkt hinterher, ne? Ey. Muss auch nicht meinen, dass ich hier vielleicht irgendwie auch so ein Level erwische, wo ich dann hier so ganz viele Extra-Leben oder so noch mir zulegen kann. Komm, komm. Witz ist das. Ey, warte mal. Bevor ich den Schalter hier betätige, dann laufe ich einfach hier erstmal durch. Ja. Guck mal da. Habe ich gerade gesagt. Boah, ich flipp aus, ehrlich. Noch nicht mal auf den Kollegen kann man sich hier verlassen, ne? Ehrlich. Irgendwie. Ist das Glück auch heute nicht auf meiner Seite. Aber ist ja nicht so, dass ich das nicht kennen würde. So, wir versuchen hier ganz entspannt an der Wand runter zu gleiten. Schaut mal, wie elegant Mario das an dieser Stelle macht. So, was ist jetzt hier gebacken? Ja, okay. Hätte ich auch einfach so stumpf runterspringen können, aber das weiß ja vorher niemand, ne? Nein. Zieh durch. Boah, Junge. Ich sehe jetzt schon wieder kommen. Das wird hier bei mir heute wieder irgendwie kurz vor einem Herzinfarkt enden, das Ganze. Boah. Ich fast noch die Säge da erwischt, ey. Komm. So, wir haben noch jede Menge Zeit. Ich mache also hier mal ein klein bisschen entspannter. So, ich will natürlich jetzt nicht irgendwie ganz blöd hier noch erwischt werden. Komm. Kann ich nämlich hier rüber. So, immer darauf achten. Da oben ist zum Beispiel hier dieser Bolzen, der nach unten schießt. Oh, ich dachte, ich werde jetzt von den Sägen da unten getroffen, ey. Ja. Eigentlich soll ich vielleicht zusehen, irgendwie alle Münzen zu sammeln, ne? Ach komm, ey. Die Zeit, die rast auch schon wieder hier runter. So, das Ganze geht jetzt scheinbar noch 3 Stunden. Ihr könnt also gerne ruhig nach vorne skippen. So, haben wir auch schon mal ein extra Leben jetzt durch die Münzen mitnehmen können. Immerhin etwas. Jetzt kommen wir hier noch, Warte mal. Ja. Oh, guck mal da oben. Komme ich jetzt dahin? Ja, die Zeit rennt, ich weiß. Aber irgendwie... Bin ich gerade ein klein bisschen... Ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm. Wir springen jetzt einfach hier oben an die Spitze. Boom. Dann haben wir nämlich 3 Extra-Leben. Und dann bin ich auch wieder glücklich. Siehste? Geilo. Fand ich das Level jetzt cool oder nicht? Ich muss das gerade nochmal Revue passieren lassen, das Ganze. Na. War jetzt nicht so der Buller. So, wir sind im 3. Level angekommen, haben noch 10 Leben. Jetzt nochmal so ein Level, wo ich nochmal 3 Extra-Leben mitnehmen kann. Das wäre natürlich jetzt... Ne, komm. Auf Wiedersehen. Mal das Jod. Habe ich gar keinen Bock drauf. Genau.
nee. Ich ist da, was ich vorhin gesagt habe, ne? 90% der Sachen sind halt wirklich Grütze. Tut mir leid, aber... nee. So, das sieht für mich jetzt schon wieder direkt... Ich brauche ohne Scheiß... Braucht keine 3 Sekunden, dass ich erkenne, das macht jetzt schon wieder Bock jetzt. Guck mal da. Ah. Das ist wirklich ein Level nach meinem Geschmack. Könnte ich den ganzen Tag lang, könnte ich sowas spielen. Wie krass wäre das? So, was hat jetzt die Tür zu bedeuten? Ne, weißt du was? Ich brauch die Münze, ne? Hat er uns noch oben ein kleines Geschenk dann hingelegt, sag ich mal, ne? Jetzt haben wir nämlich 58 Münzen. Können also vielleicht dann gleich dann noch ein extra Leben. Ja, guck mal da. Also wenn ich jetzt hier nicht noch dreimal drauf gehe, bekommt der... So, ich habe von dreimal drauf gehen gesprochen, ne? Ah, guck mal. Jetzt sind wir natürlich Füchse. Nehmen nochmal die Münze hier mit. Wir bekommen nämlich dann noch ein extra Leben. So, was ich gerade eben sagen wollte, wenn ich jetzt hier noch, nicht noch irgendwie dreimal drauf gehe, bekommt das Level auf jeden Fall einen Herz. Einen Herz? Ein Herz von mir. Boah, ey. Ja, was? Ey, ohne Witz. Wie cool kann man sein? Komm, ey, hier oben ist bestimmt noch ein versteckter Block. Ach, schade. Wäre auch gerade ein bisschen zu viel verlangt, ne? So, was ist jetzt hier passiert? Boah, wenn da jetzt ein Leben drin wäre, ne? Ey, ich würde so ausflippen, würde ich. Ey, boah, wie geil ist das denn? Ja, komm. Also, das Level ist ja mal... Ist ja mal richtig nice. Der letzte Sprung, der war hart. Boah, ey, das macht mich fertig, ne? Das macht mich fertig. Jetzt rüber da und... So, ich... Kack jetzt da auf die 30er Münze, die da ist. Die ist mir gerade sowas von egal. Ich will jetzt einfach dieses Level hier beenden. Ich komme da nicht drüber. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Also... Mehr als springen kann ich ja nicht. Der war auch sportlich, ey. Boah, ey. So, jetzt vielleicht mal irgendwie darauf achten, dass ich nicht komplett durchspringe. Boah, bitte, ey, lass jetzt das Ende kommen. Ja, jetzt gibst du mir noch 3... Extra Leben, die ich jetzt nicht mehr brauche, weil ich kann nur 3 maximal mitnehmen. Ja, schönen Dank auch. Ich sollte mich eigentlich gar nicht beschweren, ey. Jawohl, und dann nehme ich auch nochmal ein extra Leben, mit dem ich überhaupt nichts bringt. Kurz noch zur Erläuterung, ich kann pro Level immer nur 3 maximal an extra Leben aufsammeln. Haben wir da nämlich auch geklärt. Ja, komm. Level war schon gut, also... Einfach nur zu blöd dafür, auch nicht zu springen, ne? So, wieder irgendwas Japanisches. Nee. Nee. Nein, nein, nein. Überhaupt keine Lust drauf. Boah, ey.
Weiß ich, wie viel Glück kann man eigentlich haben, dass man hier so ständig... Den nehmen wir mal mit. War aber jetzt wieder mehr Glück als Verstand, ne? Wie man das eben von mir kennt. Ne, da gehen wir jetzt nicht rein, weil das wäre eigentlich auch unser sicherer... Ach komm, ey. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Boah, ey, das geht sowas von die Hose jetzt. Nein, geht nicht. War eine Lüge, haha. Oh, es ist da schon wieder ein Boss, ne? Geht der nochmal zurück, wenn ich jetzt hier durch die Tür möchte, oder... Empfängt er mich gleich mit offenen Armen und sagt dann, hier, das ist dein Preis. Hey, ich... Das, ich laufe hier einfach durch. Ich muss den besiegen. Kommen die runter? Ne, die kommen nicht runter. Schade. Aber der springt da hoch, der Kollege. Kann ich das auch? Geil. Da ist ein Pilz, da ist ein Pilz, da ist ein Pilz, den brauche ich unbedingt. Komm, komm, komm. Fall hier runter und dann... Boah, geht er zurück. Yes. Was ist denn jetzt mit dem Kollegen da? Kommt der jetzt nochmal runter oder steckt er jetzt da fest? Boah. Das ist aber echt ganz schwere Kost, ne? Ich gehe wieder zurück. Ich komme scheinbar wieder zurück. Wieso mache ich das nicht einfach? Komm. Oh. Der mich erwischt, ey. Der Sack. So, ich mache das jetzt ein bisschen schneller hier. Kriege ich jetzt direkt einen Pilz. Der kommt doch einfach direkt hier hoch, ne? So, jetzt bleibe ich mal hier stehen. Und versuche den quasi jetzt mal in Empfang zu nehmen. Wenn er jetzt gleich hier kommt... Ja. Komm. Geil. Meine Herren, ey. Das ist, glaube ich, das erste, was heute irgendwie mal so richtig funktioniert. Das ist auch schon das Ziel, ne? Ist hier vielleicht noch eine Überraschung vom Level Creator? Nee, ne? Frag mich nur gerade, wie kann ich jetzt hier dran und dann. Ah, ich habe Angst. Achso, ich kann nur hier unten dran. Ah. Auch nicht mal ein extra Leben fürs Ziel da oben gönnt er uns, ne? Oder die, Entschuldigung. Boah, ey. Egal. Wir haben es geschafft. Ich sollte mich nicht länger mit sowas dann beschäftigen. Sind jetzt wieder im 5. Level angekommen. So, zuletzt hatten wir 15 Leben gehabt, ey. Jetzt haben wir 7. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Besiege mindestens 2 Mortons und erreiche das Ziel. Das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder einen, in dem Fall sogar 2 Bosskämpfe offensichtlich. Naja. Lass mir ja zumindest einmal angucken. Bevor ich jetzt einfach irgendwie das Ganze überspringe oder so. Hey, das geht, ey, ohne Witz, das geht bei mir nicht mehr lange gut hier, ey. Boah. Ich sag ja, das ist... Der Puls, für den Puls ist das überhaupt nicht gut. So, was haben wir hier? Hier ist ganz viel Taram. So.
Also hier müsste sich auch jetzt irgendwo einer der Bosse, wenn nicht sogar beide, befinden. Kann ich hier... Okay, die treffen mich da nicht, alles klar. Ah, da unten ist... Boah. Boah, das ist für mich auch wieder so hart unübersichtlich. Wer soll hier eigentlich irgendwie den Überblick behalten? So. Da schießt er wieder seine Ringe da ab. Nee. Muss ich. Moment mal. Runter. Och nee, komm, ey. Nee, es tut mir leid, ehrlich. Das ist mir alles zu chaotisch. Warum habe ich mit sowas eigentlich schon gerechnet? Die springen auch, die Teile, ne? Tatsächlich. Der hat nämlich gerade schon angesetzt, siehst du? Ey, weißt du... Es gibt so viele schöne Level, ne? Das ist auf jeden Fall keins davon. Nee, komm, ey, ganz ehrlich. Ich skippe das Ganze direkt hier. Das ist mir echt alles klein bisschen zu komisch. Ach ja. Das ist auch wieder sowas ganz... Das habe ich eh schon verkackt, ne? Hätte wahrscheinlich den einen Panzer da aufheben müssen, dann nach oben werfen und dann rüberspringen und dann noch Spinjump und ach. Dafür ist es für mich auf jeden Fall zu spät, dass ich das hinbekomme. Gut. Gucken wir mal. Guck mal, so fängt für mich schon mal ganz klassisch ein Level an. Du kriegst erstmal direkt einen Pilz. So. Und dann können wir auf jeden Fall weiterreden. Ja. Ich sag mir nicht, ich muss auf dem Mancha rumspringen. Ja, ich hab's. Aber da muss man sich auch wirklich mal überlegen. Wie ich ja eben gesagt habe, dass so ganz klassisch ja eigentlich so ein Level erstmal damit anfängt, dass du dir irgendwo einen Pilz schnappen kannst, ne? Kommt auch einfach bei 95% der Level einfach gar nicht vor. Oh, ey. Jetzt kommt hier das Zeug wieder hoch, ne? Komm, einfach hier rüber. Boah, ey. Ey, ich kann nicht mehr, ehrlich. Die Level machen mich alle fertig. Wenn ich schon Kaizo lese, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen, Kaizo ist quasi die, der Begriff dafür, dass man eben versteckte Blöcke im Level, sage ich mal, verteilt. Ey. Wie viele Leben habe ich jetzt? Nur noch zwei? Tatsächlich. Ich habe noch zwei Leben. Das wird doch wieder genau nichts geben bei mir. Boah, ist das schlecht. Also ich bin schlecht, aber naja. Ich komm, ich hab noch ein Leben, ey.
So, jetzt habe ich auch ein Foto gemacht. Sehr schön. Eigentlich wollte ich das Level überspringen. So, zerstöre mindestens 50 Holzkisten und erreiche das Ziel. Kann man die nicht einfach... Ach so, ich habe auch noch... Kann ich hier Spinjump machen? Oh nein, oh nein, oh nein. Ach komm. Oh, wir haben schon 50. Bitte, bitte, bitte. Boah, lass bitte jetzt hier das Ziel sein. Ich gehe hier runter und dann... Nein. Okay, 10 Sekunden. Also, nee. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal überlegen, doch nochmal auf normal überzugehen, weil schwierig dann scheinbar dann doch wirklich schwierig ist. Was soll ich sagen? Ich bin halt eine Graupe. Ja? Mehr kann man, glaube ich, dazu jetzt auch abschließend nichts mehr sagen. Ich meine, habe ich jetzt gerade eben das 5. Level überhaupt erreicht? Ich habe keine Ahnung. Es war wieder einfach grottenschlecht von mir. Ich schäme mich auch wieder ein klein wenig dafür, muss mich auch an der Stelle an alle, die zugucken, entschuldigen. Ja, ich gelobe es mir, beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, wenn euch zumindest das Video gefallen hat und ihr euch ein klein wenig unterhalten gefühlt habt, ja, dann drückt doch bitte den Gefällt mir-Button, dass ich zumindest sehe, alles klar. Das kommt vielleicht dann bei dem einen oder anderen an. Wenn nicht, dann kommentiert das bitte. Ja, damit ich weiß, dass ich sowas in Zukunft nicht mehr machen soll. Ja, wenn ihr in Zukunft dann keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Also wenn ihr weiterhin so schlechte Videos speziell, ne, hier bei Mario Maker sehen wollt, dann unbedingt abonnieren. Kostet auch nichts, ja. Das war's jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.